Düsseldorf ist mir zugeschaltet. Der Arzt und Medizinjournalist Dr. Christoph Specht, ich grüße Sie in die Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen. Herr Dr. Specht, also was wir seit gestern ein bisschen wissen, es ist vorab geleakt worden, ist, dass der Inzidenzwert, an den wir uns alle jetzt miteinander so gewöhnt haben, tatsächlich neue Konkretisierungen und neue Eckwerte erfahren kann, zum Beispiel durch die Hospitalisierungsrate. A, was müssen wir uns genau darunter vorstellen und B, macht das Sinn? Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Das pfiffen ja schon die Spatzen von den Dächern eigentlich schon seit vielen Wochen, dass wir andere Parameter brauchen, zusätzliche Parameter, um wirklich eine Pandemie im jetzigen Stadium einschätzen zu können. Am Anfang war das ja völlig in Ordnung. Ein neues Virus, kein Mensch hatte bisher Erfahrung damit. Wir waren alle naiv, wie das immunologisch heißt, hatten also keinen Kontakt zum Virus. Da sind die Infektionszahlen natürlich in der Tat wichtig. Sie bleiben auch immer weiter wichtig, aber nicht mehr mit der Bedeutung, wie das am Anfang war. Schon seit etlicher Zeit ist es ja so, dass wir andere Mittel haben. Wir haben einiges getan, um die Pandemie einzudämmen. Wir haben vor allen Dingen, und das ist natürlich der größte Hebel, die Impfung. Deswegen kann die reine Inzidenz, also eigentlich ja die Meldezahlen der positiven Tests, nicht mehr das Entscheidende sein. Es müssen eben diese Hospitalisierungsraten dazukommen. Was heißt das genau? Man muss wissen, wie krank sind denn die Menschen? Wie alt sind Sie? Wie werden Sie behandelt? Hatten Sie Vorerkrankungen? Und vor allen Dingen, wie war der Impfstatus? Wann sind Sie geimpft worden? Und dann kann man natürlich ganz anders diese Pandemie steuern. Einfach nur noch zu berichten, wie jeden Morgen, daran haben wir uns ja, Sie haben es gesagt, gewöhnt, so und so viel Inzidenzzahl ist so und so. Das wird uns nicht weiterbringen. Das sollte man auch in Zukunft nicht mehr ohne weitere Einschätzung machen. Herr Dr. Specht, passend sozusagen zu diesem neuen Handlungsmaxime hat der Bundesgesundheitsminister gestern eine neue Verordnung gezeichnet, die vor allen Dingen die Krankenhäuser eben dann jetzt noch mal stärker in die Pflicht nimmt. Da gab es jetzt schon ein ziemlich schweres Durchatmen und einen Hinweis auf weitere Bürokratie und die Frage, inwieweit man das leisten kann. Verständlich einerseits, aber tatsächlich wirklich angezeigt? Ja. Unbedingt angezeigt, denn ich erinnere mal an die Vergangenheit, die jüngste Vergangenheit, jetzt gerade im vergangenen Winter. Da hatten wir es ja immer mit den Zahlen der Intensivbelegung zu tun. Und man sollte ja meinen, es sollte nicht so schwer sein, eigentlich zu wissen, wie viele Intensivbetten haben wir denn eigentlich? Wie viele Betreibbare haben wir? Wie sieht es mit Personal aus? Welche Menschen sind da? Welches Alter haben sie? Welche Vorerkrankungen? Die Zahlen hatten wir nicht. Sie sind jedenfalls nicht gemeldet worden. Und insofern ist das dringend nötig. Es ist ja auch keine Hexerei, keine Rocket Science, einfach mal festzustellen, wie alt ist denn der Patient, den ich jetzt da aufnehme? Und zum Beispiel, ich hatte es schon gesagt, wie ist denn der Impfstatus? Wann ist er geimpft worden? Das ist nicht so kompliziert. Viele dieser Daten werden ohnehin erhoben. Und sie sind absolut essentiell, um tatsächlich einen Eindruck vom pandemischen Geschehen zu bekommen. Also wenn ich Ihrer Beschreibung folge, Herr Dr. Specht, dann wollen wir sozusagen den Blindflug langsam beenden und in einen Sichtflug übertreten. Sichtflug ist auch mein Stichwort. Ich sehe in der Vorschau tatsächlich das Vorschaubild des Robert-Koch-Institutes, also des Pressekonferenzraumes. Wir warten da mit jeder Sekunde auf die Kanzlerin, aber das gibt uns tatsächlich jetzt noch Gelegenheit, noch mal hier einen Punkt anzuschließen. Herr Dr. Specht, das Impfen ist ein sehr großes Thema, was wir uns sozusagen seit Längerem diskutieren. Am Anfang haben wir diskutiert darüber, wann beginnt es? Haben wir genügend Impfstoff? Jetzt haben wir genügend Impfstoff, aber jetzt ist die Frage, lassen sich auch genügend impfen? Was halten Sie persönlich von diesen Debatten, die wir jetzt im Moment über Impfanreize haben? Ja, einen zwiespältigen Eindruck habe ich davon. Impfanreize klingt zunächst mal logisch, aber es bringt doch eine ganze Menge Probleme mit sich. Einmal würde ich darin eine Infantilisierung der Gesellschaft sehen. Impfen ist ja eine ernste Angelegenheit. Nicht, weil sie so besonders gefährlich wäre, sondern weil es eine medizinische Maßnahme ist, die aber für sich alleine gestellt so gute Argumente hat, dass wir, glaube ich, nicht auf diese paternalistische Form übergehen müssten, nach dem Motto, wie der Vater das vielleicht dem Kind sagt, du kriegst dir ein Bonbon, wenn du dich wohlverhältst. Also das, glaube ich, würde der Impfung eigentlich mehr schaden, als ihr gut tut. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich so eine Sache macht wie ein kleines Bierfest sozusagen am Zelt draußen vor dem Supermarkt,
Mein Gott, dagegen kann man sicher nichts sagen. Allerdings bringt es ein Problem mit sich für die Praxen, die nämlich auf ihrem Impfstoff sitzen bleiben. Das wäre ja nicht so schlimm, wenn die den einfach zurückgeben könnten. Aber was sie tatsächlich tun, sie schmeißen ihn weg. Man kann nämlich diesen Impfstoff, der ja nicht einzeln verpackt ist pro Dosis, sondern für 6 Patienten mindestens oder 6 Probanden, 6 Impflinge, man kann ihn nicht erhalten. Und das ist ein großes Problem. Herr Dr. Specht, ich nehme Ihr Stichwort auf, vom Vater zum Kind. Das bringt uns zu den Schülern. Das bringt uns dazu, dass die Schulferien bald enden und dazu, wie der zweite Herbst in der Pandemie sein wird. Luftfilter sollen die Lösung bringen. Das sagen zumindest verschiedene Studien. Aber die Frage ist, wie weit sind wir da? Wir wollen das Stück kurz sehen und uns dann darüber unterhalten.